It's black and white. Was geht ab, Freunde, und willkommen zurück auf meinem Kanal. Nach einer sehr langen Pause bin ich wieder zurück. Hab mir gedacht, ich mach mal ein kleines Video, ein kleines großes Video. Und wie ihr seht, wir sind im EA FC 2024. Das erste Mal also kein FIFA, sondern EA FC. Und wir starten eine neue Management-Karriere. Ich habe schon sehr viel gehört. Es soll mega lost sein. Ich habe schon sehr viele Bugs gesehen. Ich bin sehr gespannt. ich weiß nicht. Also, ich habe ein bisschen schon gespielt. Das Spiel ist total unter meinen Erwartungen. Aber irgendwie wundert es mich auch nicht mehr. Was soll ich dazu sagen? Also, ganz ehrlich, mal gucken. Ich will einfach nur ein bisschen Spaß haben. Ich hoffe, das Video entertaint auch ein bisschen. Ist ja ein bisschen länger her, dass jetzt wieder ein Video gekommen ist. Wir starten diese Karriere ja mit einem Verein, den es in den letzten Jahren ja nicht wirklich gut gegangen ist. Der letztes Jahr abgestiegen ist. Wir starten diese Karriere mit der Hertha aus Berlin. Absolut Bergtalfahrt, nachdem man sich Bobic geholt hat, nachdem man so den Kader verschmälert hat, kann sich erinnern, in der Corona-Pause vielleicht diese riesen Aufholjagd, nachdem man weniger Spiele hatte als der Rest und dann wiedergekommen ist und jetzt, ja, in der zweiten Liga rumdümpelt, nachdem man sich vor einem Jahr noch in der Relegation, wo man sich noch gerettet hatte, in der Relegation jetzt einfach komplett zweitklassig, ja, und jetzt auch schon Schwierigkeiten im Moment in der zweiten Liga. Nicht viele Siege, eher so Mittelfeldplatz im Moment, sah ja schon mal schlechter aus. Aber ja, genau, diesen Verein versuchen wir an die Spitze zu führen. Der neue Trainer, ich habe mich im Versuch annähernd ans Echte ranzukommen, ist nicht wirklich gewesen, ist nicht wirklich hingekommen. Ja, und jetzt sind wir in der zweiten Liga, Trainingspläne, Mannschaft sieht so aus, ich bin mal gespannt, wie wir das ändern, also prinzipiell Geld ist ja da, insgesamt haben wir für die Saison 20,1 Millionen, Wochenbudget haben wir auch noch, geht auch einigermaßen, also Geld sollte da sein, um vielleicht auch schon den einen oder anderen Spieler zu verpflichten, der ja zu Hertha passt und vielleicht auch wirklich die Zukunft gehört Berlin. Und ein blau-weißes Berlin wieder umzustreichen. Ja, und so sieht jetzt erstmal die Mannschaft aus, die wir uns erstmal aufgebaut haben. Sehe ich gar nicht so schlecht. Viel mit viel Talenten gespickt. Die Verträge habe ich jetzt auch schon alle verlängert, außer von Pekarik. Der Vertrag läuft aus, aber ja, der ist 36 Jahre alt. Wir haben auf der Position noch zwei weitere Sachen. Da kann man dann immer noch nachjustieren, sollte Pekarik bleiben, ist ja prinzipiell schon eine harte Vereinslegende, solange wie der schon dabei ist. Ja, und die Transferzentrale ist auch gut bestückt, aber ihr seht, so viel wollen wir gar nicht verkaufen, nur Jonjo Kelly, einfach weil ich Cefulk die Spielpraxis gebe, der Niederlechner ist mir einfach zu alt und ich will lieber Tabakovic behalten, auch wenn er nur noch 69 hat, und Toni Leisner, die Spieler möchte ich gerne verkaufen. Den Rest möchte ich eigentlich eher ausleihen. Ja. Vor allem solche Talente wie Benze Dardai oder auch ein Tierz, ein Ernst, ein Gechter, ein Scherhand, ein Clemens, Matza oder auch Keskik. Also da hat die Hertha sehr viele junge Spieler in den Reihen, die auf jeden Fall sehr viel Talent haben. Erster Klopper zuerst einfach die Freigabesumme von Fabian Rehse wurde aufgezogen. Ich habe mir jetzt gesagt, okay, ich werde ihn jetzt wahrscheinlich auch für diese Summe ziehen lassen. Ja, jetzt kann man sagen, ah, guck durch der Geste, es sind fast 4 Millionen mehr. Viel Potenzial nach oben hat er nicht. Er ist 25 Jahre alt.
Klar, wäre cool gewesen mit ihm, aber ich finde, die Freigabesumme ist eigentlich relativ hoch angesetzt und warum nicht? Und wir können uns vielleicht einen jungen Spieler holen, der vielleicht dann auch ein höheres Potenzial hat. Außerdem sind schon ein paar Spieler gegangen. Niederlechner ist weg, Kenny ist weg für Geld, Scherhand ausgeliehen. Dann Prefjak, den habe ich nicht gedacht, oder der ist für eine Freigabesumme gegangen. Auch da war es fast das Doppelte seines Marktwerts, auch nicht schlimm. Ein Zonerleihe weg, Kessiek-Leihe weg. Also ein paar Spieler sind hier schon gegangen und vor allem Kenny für 4,8 Millionen weg, den wollte ich ja verkaufen. Niederlechner für 2,5, auch total in Ordnung. Also, wenn jetzt noch Resig dazu gesellt, dann können wir uns da schon auch den einen oder anderen guten Spieler dazu holen. Und damit ist der Mann unter Dach und Fach. Hier kommt unser neuer Links-Mittelfeldspieler. Hier im Austausch gleich mit uns und jetzt hier auf dem Laufband. Ja, und es ist kein geringer als Wilfried Gnotto, die Gnotto, Entschuldigung, 11,2 Millionen hat er mich jetzt gekostet. Kriegen trotzdem dafür eine A, sehr, sehr cool. Und er ist auch einer, der uns direkt weiterhilft auf unserem Weg nach vorne. 19 Jahre jung, also sehr guter Spieler. Das ist natürlich alles nur, weil wir Rese verkauft haben. Sein Marktwert ist sogar gestiegen. Das ist sogar richtig cool, weil der war gerade 9 Millionen wert. Jetzt ist aber 10. Also sehr, sehr cool. Und weil das so gut lief, hole ich mir direkt den nächsten Spieler. Mohamed Ali Cho kommt von Real Sociedad, ist 19 Jahre jung und hat gerade mal 4,7 Millionen gekostet, obwohl der Spieler einfach 5 Millionen wert war. Ist auch ein Stürmer. Den haben wir noch gebraucht. Ja, was soll ich sagen? Jetzt ist die Transferliste fast leer. Da haben wir den einen oder anderen jetzt noch verleihen. Gechter zu Feyenoord. Unseren dritten Keeper zu Petersburg United für ein Jahr. Bensebadai für 2 Jahre weg. Die beiden haben wir ja schon gesehen. Clemens ist noch in die Türkei für 2 Jahre. Matza nach Portugal für 2 Jahre. Rese, wie gesagt, weg für 9,2. Ernst, auch weg. Und das heißt, es steht nur noch Toni Leistner auf der Transferliste bei uns. Den will im Moment noch keiner haben. Soll uns aber erstmal jetzt nicht so wichtig sein. Und da kommt der unsere neue Nummer 1 ins Vereinsgelände. Wird da wieder vom Kämpf. Dieses Kämpf ist irgendwie der Türsteher hier bei der Hertha. Irgendwie begrüßt er hier jeden, bevor der reinkommt. Und irgendwie ist auch immer Winkler am Start. Ja, das Fitnesstraining sieht gut aus bei unserer neuen Nummer 1. Und natürlich kein Hertha-Trikot. Oh, EA, wirklich, Hilfe. Aber wenigstens stimmt der Name. Restes kommt zu Hertha. 18 Jahre jung. Kommt von Toulouse. Hat 4,7 Millionen gekostet. Die haben mir den eigentlich irgendwie einfach geschenkt. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Ein vertrautes Gesicht kommt wieder zurück zur Hertha. Jordan Tugarin kommt von Genk für 6 Millionen wieder zurück zu seinem Ausbildungsverein. Ja, wir haben ein bisschen viel für ihn gezahlt. 6 Millionen. 4,6 wäre wohl der beste Deal gewesen. Das kommt aus nur dazu, weil wir Kempf verkauft haben. Für mehr als 6 Millionen. Die haben wir abgegeben für 6,7 Millionen an Leeds. Und dann simulieren wir die letzte Stunde weg am Deadline Day. Und wir simulieren jetzt das Ganze einmal bis in den Januar 2024. Damit sind wir angekommen am 1. Januar 2024. In der Januar-Transferphase. Ja, kurz einmal vorweg. Ich habe natürlich immer wieder ein bisschen reingeguckt, wegen den Jugend-Scouting-Berichten. Ja, und dann gab es diese Nachricht hier. Pekka Pekarek hat den Verein verlassen. Anscheinend über die Freigabesumme. Ist natürlich schade, wollte ich jetzt eigentlich nicht, aber da müssen wir halt nach einem Rechtsverteidiger gucken, damit wir da auf jeden Fall einen Ersatz haben, falls Dejo Cefuic sich dann noch verletzen sollte oder irgendwie was passiert. Deswegen müssen wir da auf jeden Fall gucken. In der Tabelle sind wir aber Tabellenführer. Nach 18 Spieltagen 44 Punkte stehen bei uns auf dem Konto. Das ist doch schon mal sehr, sehr stark. 5 Punkte vor St. Pauli und ganze 11 Punkte vor dem dritten, der Hamburger SV. Die lieben halt die Relegation, habe ich irgendwie das Gefühl.
Sonst eigentlich jetzt nicht große Überraschung, außer dass Rostock da ganz unten steht und Elversberg sogar vor Osnabrück steht. Also, ja. Schalke nur auf der 7. Okay. Im Pokal sind wir sogar bis im Viertelfinale. Wir haben uns durchgesetzt gegen Lübeck in Runde 1, gegen St. Pauli in Runde 2 und gegen Mainz in Runde 3. Jetzt nichts Besonderes, aber zumindest. Und das Ziel haben wir damit auch schon auf jeden Fall gehabt. Den Rest gucken wir uns dann in der am Ende der Saison an. Der nächste Rückkehrer zu Hertha BSC, Valentino Lazaro, kommt für 2,3 Millionen zu Hertha. Ich verstehe gerade nicht, warum ich da so ein schlechtes Preis bekomme. 1,8 Millionen, die haben die mir gerade mal für 2,6 gegeben. Aber gut, also 3, wollten die ganze Zeit haben. Deswegen bin ich eigentlich sehr froh drüber. Lazaro wird unser Backup-Rechtsverteidiger. 2,5 Millionen wert. 2,3 haben wir bezahlt. Sehr cool. 27 Jahre alt, bringt ja halt auch Erfahrung mit. Simulieren mal bis zum Saisonende in Richtung 5. Juni. Und damit sind wir angekommen am Ende dieser Saison. Am 5. Juni 2024. Dann gucken wir mal, was unsere Mannschaft so geleistet hat. Wir sind Tabellenführer, wir sind Meister der zweiten Bundesliga mit einem, ja, gehörigen Abstand. 87 Punkte. 19 Punkte vor St. Pauli, das ist schon sehr, sehr deutlich. Drei Spiele gerade mal verloren. Pauli steigt aber mit uns auf. Auch nicht der HSV, sondern Pauli spielt erste Liga und Schalke geht in die Relegation ganz schön knapp vor Hannover. Genau wie vor Karlsruhe, die alle beide vor dem HSV landen. Absteigen tun Elversberg und Wiesbaden. Boah, sehr, sehr krass. Dass die absteigen. Rostock muss in die Relegation. Den Pokal gewinnt der FC Bayern München gegen RB Leipzig mit 5-4 nach Elferschießen. Wir fliegen gegen Leverkusen im Elverschießen aus 3 zu 2, nachdem wir 2-2 gespielt haben gegen Leverkusen. Nicht schlecht. Also Viertelfinale kann man auf jeden Fall mitleben. Die Relegation gewinnt Augsburg. Augsburg bleibt in der Bundesliga. Schalke bleibt in der zweiten. Sehr krass. Und die andere Relegation, die gewinnt Hansa Rostock. Auch die bleiben in der zweiten Liga. Ingolstadt bleibt in der dritten. Superpokal gewinnt Sevilla mit 1 zu 3 gegen Manchester City. Okay. Die Champions League gewinnt Paris Saint-Germain gegen Lazio im Finale mit 3 zu 0. Leipzig und Dortmund waren beide bis im Halbfinale. Dortmund hat sogar die Bayern. Leipzig hat Real rausgeschlagen. Alles klar. Liverpool gewinnt die Europa League gegen AC im Finale. Das hat ja schon irgendwie Tradition, aber nicht, eigentlich hat es schon Champions League Charakter oft genug gewesen. Aber ja, hier gewinnt Liverpool das Elfmeterschießen 3 zu 0. Und die Conference League, die gewinnt Eintracht Frankfurt gegen Florenz mit 1 zu 2. Florenz verliert das zweite Finale in Folge. In echt ja gegen West Ham 2-1 verloren, jetzt gegen die Eintracht. Die Conference League verloren. Europameisterschaft ist auch, aber naja, da sind jetzt nicht so viele Mannschaften drin. So, und dann gucken wir noch auf unsere Teamstatistik. Da ist der beste Torschütze Cho mit 28 Toren in 23 Spielen. Sehr gut. Njotto auf der 2 mit 13 Treffern. Bouchlakis für einen 6 und 12 Tore zu machen, auch nicht schlecht. Also die zwei Transfers haben sich auf jeden Fall gelohnt, sind auch sehr hochgeschossen. 78 und 79. Bester Vorlagengeber ist Bouchlakis mit 8, mit Njotto zusammen. Also auch da sehr, sehr gut. Die beiden unterwegs. Falco, Dardai, ne, mit 5 Vorlagen. Ja, und insgesamt hat sich das Team sehr gut verbessert. Also sieht man ja hier. Also wir sind schon, ja, kann man sagen, ein kleines, sagen wir mal so, Mittelfeld-Bundesliga-Team. Meister wird man natürlich mit der Mannschaft noch nicht, aber sagen wir mal so, vielleicht im Mittelfeld können wir da vielleicht den einen oder anderen Punkt zwecken. Wir haben auch zwei Jugendspieler hochgeholt, den Walter und den Peters. Und willkommen zurück, Hertha BSC in der Fußball-Bundesliga. Peters, der Jugendspieler, den haben wir verkauft an Braunschweig. Dann Maloui, da geht weg zu Adanaspor, Leistner zu weg und auch Rogel. Die sind alle
vor 53,9 Millionen machen können. Not bad. Gucken wir mal, was wir damit anfangen können. Verträge konnte ich wieder bei allen verlängern, außer bei Keskik, der wollte ein bisschen mehr Gehalt. Probieren wir einfach später nochmal, damit wir den dann auch auf jeden Fall ausleihen können. Zudem ist die Transferliste wieder ein bisschen gefüllt. Ihr seht schon, ein paar Leihen möchte ich auf jeden Fall machen. Aber auch den einen oder anderen verkaufen. Dudziak zum Beispiel, genau wie Serdar und auch Kanga. Serdar liegt hier einfach auf der Transferliste, einfach auf den Punkt hin, weil ich ihn einfach nicht haben möchte. Da möchte ich einfach Bouchlakis eher die Chance geben als dem Serdar hier. Und damit kommt der nächste Rückkehrer zu uns. Matheus Cunha betritt wieder das Vereinsgelände von Hertha BSC. Der hat jetzt auch ein ordentliches Sümmchen gekostet, 35 Millionen. Ich wollte eigentlich Serdar dazu geben, hat auch nicht ganz funktioniert. Sozusagen Ende nur ein B-Preis, aber er ist ein sehr guter Mann, 35 Millionen, 30 wäre der bestmögliche Deal gewesen, lächerlich, die haben den mir überhaupt nicht dafür gegeben. Der zweite Neuzugang in dieser Saison heißt Matteo Guendouzi, der kommt für 28,5 Millionen. War ein absoluter Schnapper und wir verpflichten damit den zweiten Schlüsselspieler und den zweiten Rückkehrer. Der war ja das letzte Mal bei der Hertha nur per Laie hier 33,5 Millionen wert. Also wir haben deutlich unser Marktwert gezeigt, genau wie bei Kunja. Und Leute, das muss ich sein. Mohamed Ali Cho geht für 70 Millionen zu Brentford. Das war einfach mehr als das Doppelte seines Marktwerts. Also da konnte man auch nicht sondern sagen, er ist 31 Millionen wert. Und die haben direkt 70 Millionen einfach hingelegt. Das ist wirklich krass. Damit habe ich nicht gerechnet. Das heißt aber auch für uns, dass wir jetzt 66 Millionen haben und die könnten wir einfach komplett in einen Spieler stecken. Oder wir bauen uns das ein bisschen auf und wir stecken es zwei. Wir werden es gleich sehen, was wir damit machen mit dem Geld. Ja, und der erste Neuzugang heißt auf jeden Fall Fabio Carvalho nach dem 70 Millionen Deal. Der Mann hat letzte Saison bei Leipzig gespielt oder spielt im Moment bei Leipzig. Ist ausgeliehen von Liverpool und wir haben uns gedacht, da Leipzig den hier bei uns nicht gekauft hat, habe ich mir gedacht, ja, holen wir uns den doch einfach. Relativ solider Deal, 22,5 Millionen haben wir für ihn bezahlt. Der nächste Neuzugang kommt von Dortmund, kostet 17,5 Millionen und heißt Rensch. Ist eigentlich in echt noch in den Niederlanden zu Hause und kommt auch aus den Niederlanden. Spielt, glaube ich, bei Ajax und hier passt er perfekt halt rein. Denn kurze Planübersicht. Ich plane nämlich Rensch ein als Rechtsverteidiger, als Stammrechtsverteidiger. Lazaro geht dann auf Raff das rechte Mittelfeld. Wir verleihen derweil einfach Cezic, Luke und Askal und werden wahrscheinlich vielleicht sogar noch Gersbeck verkaufen, damit wir vielleicht noch einen neuen Backup-Keeper uns holen können. Und auch unser neuer Backup-Keeper war mal bei der Hertha. Marcel Lotka kommt wieder zurück zu seinem Jugendverein. Klarer Backup-Keeper, 70. Natürlich schlechter als Gersbeck, aber so klaut er auf jeden Fall keine Spielzeit. Und er war eh freier Spieler, er hätte 2 Millionen gekostet. Er war jetzt hier frei. Dortmund hat mit ihm den Vertrag nicht verlängert, deswegen kann ich ihn mir frei, ablösefrei holen. Ja, und da sind wir schon angekommen am Deadline Day, am 31.08. Ich zeige euch mal einmal die Top-Transfers. Petri geht zu Juve, Vlahovic zu Real und Guminaric zu AC. Unser Transfer noch in den Top 10 drinnen. Cho für 70 Millionen zu Brentford. Ja, und dann gucken wir uns mal insgesamt an, wer bei uns geht. Gegangen ist und wer gekommen ist, wie gesagt, Choke ist zu Brentford, dann haben wir hier Serdar für 20 Millionen verkauft zu Wolfsburg, Kanga weg, Gersbeck weg, Dudziak weg, Walter ausgeliehen, Eichenberger ausgeliehen, ausgeliehen, Keskic ausgeliehen, Askalse ausgeliehen und Blotka haben wir uns wieder geholt. Also sehr viel Leihen und aber auch sehr viel den Überraschungstransfer, den ich eigentlich, ja, ich weiß nicht, ob ich ihn wollte, ich bin mir sehr, sehr unsicher. 70 Millionen ist schon aber eine sehr, sehr große Stange Geld. Und dann geht's in die Kalendersimulation. Und ihr habt schon gesehen, erste Runde spiele ich schon gegen Leipzig. Das wird sehr, sehr lustig. Oh, wir sind schon im Februar. Nein, hier wollen wir hin.
Wir sehen uns im Januar 25 wieder. Angekommen in der Winterpause, beziehungsweise am 1. Januar 2025. Wir gucken jetzt auf die Tabelle und wir stehen auf Platz 5 in der Tabelle. Hertha BSC auf der 5 vor Union Berlin. Das ist schon mal ein erster Erfolg nach 16 Spieltagen. 9 Siege, 3 Unentschieden, 4 Niederlagen. Also sehr, sehr stark. 30 Punkte. Also 10 Punkte noch und dann sind wir auf jeden Fall weg von unten. Weil wenn wir das sehen, Pauli nur 7 Punkte, 9 Punkte Darmstadt. Also mit 10 Punkten mehr, dann sind wir auf jeden Fall safe durch. Ja, im DFB-Pokal sind wir nicht mehr drin, aber was sind denn das für Mannschaften? Kaiserslautern, Kiel, Stuttgart, Hoffenheim, Augsburg, Düsseldorf, Gladbach, Wolfsburg, sehr interessant. Ja, wir fliegen in der dritten Runde gegen Stuttgart raus, 4-1 nach Elfmeterschießen. Also Elfmeterschießen können sie anscheinend nicht. Bayern ist gegen Düsseldorf raus und Dortmund gegen Kaiserslautern. Trotz alledem wird das wahrscheinlich eine sehr ruhige Transferphase, weil es ist nur ein Spieler drauf, den will ich nicht mal verkaufen, das ist Valentino Lazzaro. Den will ich eigentlich nicht wirklich verkaufen, aber ich kann ihn halt nicht runternehmen von der Transferliste, weil er nämlich um einen Wechsel gebeten hat, weil er halt nicht spielt. Aber ja gut, er hat noch 3 Jahre Vertrag, deswegen daran soll es nicht scheitern. Ich bin gespannt. Wir kriegen auf jeden Fall laufende Angebote, aber die zahlen halt nicht das Doppelte seines Marktwerts, deswegen Pech gehabt. So, deswegen wird es eher eine ruhige Transfer. Und ich habe gesagt, es wird ruhig. Wir holen uns Romeo Lavia, Buchlakis und 18 Millionen haben wir für den Mann hingeplättert. Das gibt nur eine C-Transferwert, verstehe ich gar nicht. Ich habe 18 Millionen gezahlt mit Buchlakis. Also ich meine, das sind dann 26 Millionen, mein Gott. Er ist 21 Jahre jung, hat eine Gesamtstärke mehr als Hussein. Und er hat ein 86er Potenzial. Ich habe es erstmal bei Zaire Emery probiert. Den konnte man nur leihen, weil der wäre zu teuer gewesen. Aber der ist lieber zu Udine gegangen. Also habe ich mir Lavia geholt. Der kommt von Chelsea. Wie gesagt, 15 Millionen Marktwert hat er gerade mal. Weiß ich nicht. Sehe ich ein bisschen besser an, aber der Junge ist direkt in der ersten Mannschaft. Hussein geht dafür auf die Bank. Also ereignisreich ist es doch gewesen, die Wintertransferphase. Wir holen Jabairo Dilrosum für 5,4 Millionen. Das ist ein reines Backup. In dem Fall, ich verstehe jetzt nicht, Digga, 5,4 Millionen, das war das Minimum. Die sind gar nicht runtergegangen in dem Fall. Das liegt auch einfach daran, dass wir jetzt Valentino Lazzaro verkaufen mussten. 11 Millionen haben die jetzt nochmal für uns geboten. Das hat mir jetzt auch einfach gereicht. Weil mich das Ganze abgenervt hat mit diesem Hin und Her. Deswegen haben wir den jetzt einfach verkauft für 11 Millionen. Den Deadline Day überspringen wir jetzt hier auch einfach, weil es wird eh nichts mehr passieren. Wir werden eh keinen Spieler mehr holen. Und dann simulieren wir bis zum... ich würde einfach mal sagen, bis zum 11. Wir sind angekommen am 11. Juni, am Ende dieser Saison 2024-2025, der zweite Saison, der Hertha Sprint to Glory. Und wir gucken, wo wir gelandet sind. Wir sind Vierter geworden. Was? Was? Damit hätte ich nicht gerechnet. What the fuck? Vierter Platz? Hinter Leipzig, hinter Dortmund, die Bayern werden logischerweise Meister, aber 68 Punkte zu holen, sehr, sehr stark, ein Punkt nur hinter Leipzig und das wird interessant, nächstes Jahr einfach Champions League Fußball mal wieder im Olympiastadion bei der Hertha, absteigen tun Pauli, Freiburg und Bremen muss in die Rallye. Freiburg überrascht mich jetzt ein bisschen. DFB-Pokal gewinnt Borussia Mönchengladbach. Wir hatten es ja schon in der Winterpause. Wir sind ja rausgeflogen in der Runde 3. Gladbach gewinnt das und spielt dann, müsste dann eigentlich Europa League spielen. Die Relegation gewinnt Bremen gegen Heidenheim mit 3-2 im Rückspiel. Halleluja. Den UEFA Superpokal, den gewinnt Paris Saint-Germain gegen Liverpool. Die Champions League gewinnt Manchester City mit 4-3 gegen Barca. Die Euroleague, die gewinnt Villarreal gegen Leverkusen. Und die Conference League geht an Roma FC bzw. den AS Rom. Bester Torschütze bei uns ist Mateusz Kunja mit 19 Treffern in allen Wettbewerben. Und der macht auch die meisten
Vorlagen mit 8. Also der Kauf hat es ja gelohnt, obwohl er nur eins hochgegangen ist. Wer absolut im Moment eine Maschine ist, ist natürlich Wilfried Gnotto mit 86, der mit Abstand stärkste Spieler. Auch Carvalho gut hochgegangen, Kvinosy hat jetzt eine 83, Rensch, Krapovnik, beide über 80. Ja, Winkler dran, Lavia auch, Restess mit 82, also auch sehr gut. Ich bin gespannt, es wird aber sehr, sehr schwierig in der nächsten Saison. Champions League Fußball mit dem Kader wird sehr, sehr schwierig, aber wir machen das Beste drauf und wir sehen uns in der neuen Saison. Dritte Saison, Hertha BSC Sprint to Glory. Und ja, Champions League Fußball ist jetzt angesagt und dafür hat uns der Vorstand 67 Millionen gegeben, die ich ausgeben muss für Mitarbeiter, für für Vertragsverlängerungen und ja, der ein oder andere wird es wahrscheinlich auch wahrscheinlich geahnt haben, es wird auch der ein oder andere verkauft werden. Aber deswegen, weil der ein oder andere natürlich auf seiner Leihe nicht wirklich das rausgebracht hat, was ich gerne haben wollte. Ich hoffe, es trifft keinen aus der Startelf, weil die gefällt mir eigentlich bis hierhin gut. Es fehlen nur noch drei Spieler, haben ein 80-Plus-Team. Aber ja, der ein oder andere vielleicht von der Bank wird es treffen, beziehungsweise auch von denen, die ausgeliehen worden waren. Gut, Verträge konnten wir alle verlängern, da gab es gar keine Probleme. Trotz alledem wird der ein oder andere Spieler auch uns verlassen. Nämlich auf der Transferliste stehen Tabakovic, Lukoki, Nzona, Eitschberger und Matza. Und leihen möchte ich vielleicht auch wieder aus. Bense Bedardeit, Taichak Ernst, Scherhand und Clemens. Zum Hintergrund, ich hätte gern eigentlich einen neuen Stürmer, auch wenn Kunja gut gespielt hat, aber ein neuer Stürmer wäre halt echt nochmal sick wieder ein, vielleicht vor Kunja stellen, das ist ja kein Problem, können wir den Vertrag verlängern. Und die drei hier sind zwar noch relativ jung mit 23, 21 und 20, und 19, aber die werden halt nie in die Mannschaft reinfinden aus meiner Sicht, weil wir einfach zu starke Spieler auf diesen Positionen haben und deswegen bringt das auch gar nichts weiter. Und Lukoki sind wir hier, weil wir brauchen einfach einen Backup-Linksverteidiger und der ist halt einfach zu schlecht mit 69, sind wir ganz ehrlich. Und damit holen wir uns den ersten Spieler. Er hört auf den Namen Youssoufa Moukoko. Ich hätte gerne einen anderen Spieler gehabt, bin ich ganz ehrlich. Er ist genauso gut wie Kunja, hat aber natürlich ein höheres Potenzial. Wir haben 14, wir haben so ein bisschen Geld. Ich hätte gerne einen anderen Spieler gehabt. Eigentlich wollte ich Julian Alvarez, aber die haben das Geld nicht angenommen. Sie haben es die ganze Zeit abgelehnt. Der zweite Neuzugang, erstmal ein Abgang. Für 73 Millionen geht Michael Kabovnik ab zu Arsenal. Das war das Doppelte seines Marktwerts. Da könnten wir nicht Nein sagen. Und wir haben dafür Udoki. Den sieht man jetzt hier leider. Doch, jetzt hier sieht man ihn. Man, FIFA. 47 Millionen haben wir den geholt. Selbe Gesamtstärke. Jünger. Kam von Atletico Madrid. Und wir haben deswegen keinen Spieler, weil wir alles weggeliehen haben. Also Bense Dardai weggeliehen. Ernst weggeliehen. Eitschberger verkauft. Harris Tabakovic. Das tut ein bisschen weh. Aber den mussten wir auch einfach verkaufen, weil wir was brauchten. Moukoko hatte ja gesehen, Clemens verliehen, Zona verkauft, Scherhand ausgeliehen, Lukoki verkauft, Matza verkauft. Also da haben wir einmal alles weggegeben, was wir hatten bei uns. Und der dritte Neuzugang betritt unsere Pforten. Waren Zaire Emery kommt von Paris Saint-Germain. Den haben wir ausgeliehen für ein Jahr. Mit einer Kaufoption von 40 Millionen, Leute. Ja, wir haben einen Backup-Linksverteidiger gebraucht. Also haben wir mal Julian Audet geholt. 5 Millionen hat er jetzt gekostet. Kommt von LA Galaxy. Der neueste Neuzugang für die Backups. Jamie Byron Gittens. Er spielt dann noch bei Dortmund hier, da bei Inter gespielt und da überhaupt keine Möglichkeit hat zu spielen. Und ja, bei uns wird er jetzt auch nicht wirklich so viel Möglichkeit haben zu spielen, aber er ist ein gesundes Backup. Ich wollte erst Molero, die wollten aber nicht 25 Millionen akzeptieren, obwohl der Vertrag ausläuft. Dann habe ich mir gedacht, dann zahle ich halt 35 Millionen. Digga, sein Marktwert ist ja komplett eingestürzt. Er ist einfach 32 Millionen gewesen. Und damit überspringen wir den Deadline Day einmal, weil es eh nichts mehr Wichtiges gibt. Januar, unsere Champions League Gruppe ist irgendwie noch nicht ausgelost. Ich weiß nicht warum. Also bin mal gespannt, wen wir dann in der Champions League hatten. Champions League Gegner waren heftig. Habe ich gesehen im Januar. Aber
Wir haben es geschafft. Wir sind noch Trainer bei der Hertha. Am 1. Januar 26. Zweiter in der Tabelle. Vorstandsziel ist Champions League. Und da muss man ja ein bisschen aufpassen, nicht, dass sie sich dann rausschmeißen. Zweiter Platz auf jeden Fall 35 Punkte. Auch die Mannschaft performt wieder komplett über aus meiner Sicht. Also kann das eigentlich sonst gar nicht vorstellen. 35 Punkte auf jeden Fall. Im DFB-Pokal sind wir auch noch dabei und spielen gegen den FC Bayern. Auch dieses Jahr glaube ich nicht, dass wir gewinnen. Und guckt euch mal bitte die anderen Gegner an. Ich glaube, die anderen hätten wir halt safe geschlagen. So Schalke, Union, Bremen, Hamburg, Wiesbaden. So gut ist die Mannschaft schon. Aber Bayern wird extrem schwierig. Und in der Champions League stehen wir im Achtelfinale gegen Paris Saint-Germain. Och nö. Leipzig erwischt Porto, Bayern, Monaco, Dortmund, Sparta, Prag. Wie viel das sind wir denn geworden? Wir sind sogar Erster geworden in unserer Gruppe mit 12 Punkten vor Napoli, dann Villarreal und dann Salzburg. Es ist nicht euer Ernst. Es ist ne Oh mein Gott. Wir kriegen als Gruppenerster den stärksten und die anderen deutschen Mannschaften werden Zweiter und kriegen leichte Gegner. Ich liebe dich jetzt schon, EA. Wirklich. Na gut, aber viel wird, glaube ich, nicht passieren. Es ist die letzte Stunde am Deadline Day und die verrinnt jetzt auch. Die heutigen Top-Transfers sind De Jong zu Barca wieder zurück. Das ist ein typischer Barca-Transfer gefühlt. Djokovic geht zu Chelsea und Rotta geht von Juve zu Monaco. Interessanter Wechsel. Letzte Stunde geht weg. Und ja, wir simulieren bis zum 25. Februar. So, Champions League Achtelfinale, das Hinspiel gegen Paris Saint-Germain. Wir schnell simulieren und wir spielen unentschieden gegen Paris Saint-Germain. Rückspiel gegen Paris Saint-Germain. Wir schnell simulieren das und gewinnen nach Verlängerung mit 4 zu 3. Und damit geht's ab für uns ins Viertelfinale. Mbappé verschießt Elfmeter. Moukoko macht einen Dreierpack. Im Viertelfinale treffen wir auf Borussia Dortmund. Das Hinspiel spielen wir in Dortmund. Und das gewinnen wir 2 zu 1. Moukoko und Udogie machen die Tore. Ihr seht jetzt auch hier mal die Dortmunder Mannschaft einfach mal. Also die ist schon sehr gut. Ja, und wir müssen auf Jordan Tugarinha verzichten. Der hat sich verletzt im letzten Spiel. Ich hoffe, wir kriegen es trotzdem hin. Nein, wir fliegen raus gegen Dortmund mit 3 zu 1. Ich weiß nicht, ob man es drauf sieht, wie schon, dass halt Jordan ausgefallen ist. Aber der automatische Trainer hat auch Cevuic eingewechselt für Gechter. Ja, und damit sind wir angekommen am Ende der Saison, nachdem wir im Viertelfinale rausgeflogen sind. Ich hoffe mal, der Rest der Saison läuft gut. Njotto ist der Erste, der die 90 knackt. Das ist schon mal sehr, sehr stark. Und in der Liga sind wir Meister geworden. Mit 78 Punkten, 3 Punkte vor den Bayern, sind wir Meister in der Bundesliga. Das erste Mal überhaupt für Hertha seit Bestehen der Bundesliga. Bayern auf der 2, Leverkusen Dritter und Dortmund auf der 4. Leipzig geht in die Euroleague. Und Frankfurt müssen wir jetzt mal gucken. Europa League oder Conference League. Absteigen tun Darmstadt und Schalke Bochum muss in die Relegation. DFB-Pokal gegen gewinnt die Bayern, also Frankfurt damit in der Europa League und Wolfsburg in der Conference League. Gegen die sind wir auch ausgeschieden mit 2 zu 0 im Viertelfinale. Die Relegation gewinnt der HSV. Der HSV schafft es endlich in die Bundesliga. Wahnsinn. 3 zu 1 schlagen sie Dortmund insgesamt. Den Superpokal gegen gewinnt Manchester City gegen Villarreal. Respekt an der Stelle. Die Champions League gewinnt Real Madrid mit 2 zu 1. Fast Man City mit Back-to-Back. Dortmund fliegt gegen City raus. Ja, wir haben es ja gegen Dortmund nicht geschafft, leider. Europa League-Sieger wird der FC Arsenal mit 3 zu 0 gegen Betis und die Conference League gewinnt Newcastle United gegen Leverkusen mit 2 zu 1. Bester Torschütze bei uns ist Youssoufa Moukoko mit 20 Treffern. Danach kommt Kon Carvalho mit 18. Aber trotzdem Kunja auch er mit 12 Treffern in 23 Spielen. Gut.
dabei, also sehr ausgeglichen. Die meisten Vorlagen, die macht Wilfried Njotto mit 13 und der Typ 22 Jahre alt, ein 90er Gesamtstärke, also das ist richtig stark. Saison 4 mit Hertha in der Sprint to Glory und ja, der Vorstand hat ein eindeutiges Ziel. Wir sollen ins Champions-League-Finale und wir sollen den Pokal gewinnen und die Ligameister und Ligameister werden. Also sehr hohe Ansprüche jetzt schon bei Hertha BSC. Dafür kriegen wir auch 101 Millionen. Also ich habe schon mal ein paar Verträge verlängert und so weiter und so fort. Trotz alledem 100 Millionen sind noch da und der ein oder andere Spieler wird auch jetzt noch verkauft werden. Außerdem habe ich mich dazu entschlossen, Sarri Emery nicht zu holen. Sein Marktwert ist unter dem, was wir verhandelt haben. Und dazu kommt, dass wir mit Walter einen Jugendspieler haben, der eine 82 hat, dieselbe Gesamtstärke hat. Und deswegen lohnt sich das überhaupt nicht, diesen Spieler da hinzustellen. Dadurch, dass Jordan Tugarin ja ausfällt, brauchten wir einen neuen Innenverteidiger und den haben wir mit Joško Gvardiol gefunden. 82 Millionen hat er jetzt gekostet. An sich ein super Angebot. Keine Ahnung, sein Vertrag wäre anscheinend zum Saisonende ausgelaufen. Deliktsvertrag auch, aber die Bayern wollten mir ihn nicht für 75 Millionen geben, deswegen angehend auf Joško Gvardiol, den ich sogar unter Marktwert geholt habe, den Kroaten, zurück in die Bundesliga. Angekommen in der letzten Stunde der Transferperiode zeige ich euch mal, was wir hier alles verkauft haben, beziehungsweise eigentlich nur verliehen haben. Aksakal geht zu Porto, Keskic geht zu Bremen verliehen und auch Schern geht zu Sassuolo Calcio verleihen. Nur Gvardiol haben wir gekauft und wir haben einen Rückkehrer, nämlich Chuck Ernst, der kommt wieder zurück, ist unser Backup, da wir ja, wie ihr am Anfang gesehen habt, Lotka verkauft haben. Ja, Gvardiol jetzt unser Verteidiger drinne. Ich hoffe, die Mannschaft macht so. Unser Jugendspieler Walter, der hat sich jetzt auch in die Mannschaft reingearbeitet. Der hat ein Potenzial, etwas Besonderes zu werden. Also versuche ich ihn zu spielen. Er sollte eigentlich besser werden als Lavia. Und vielleicht ist ja wirklich mit der Mannschaft auch wirklich das Champions League Finale drinne. Ich halte es zwar für ein Gerücht, aber wir haben einen sehr, sehr starken Keeper. Deswegen, wir gucken mal. Und ein weiteres Mal sind wir angekommen in der Wintertransferphase. Diesmal am 1. Januar 2027. Und unsere Hertha steht auf Platz 1. So will ich das sehen. 42 Punkte. 5 Punkte vom BVB. Wo sind eigentlich die Bayern? Sind Zehnter. Alles klar. 10. Platz FC Bayern. Pauli auf dem letzten, Hamburg auf 17 und 16 Köln. Eieieiei. Den Superpokal, den gewinnen wir. Okay. Im Pokal sind wir auch noch dabei. Ja, auch im Pokal sind wir doch dabei. Sehr, sehr cool. Also ganz weit. So, in der Champions League sind wir auch noch drin. Ne? Achtelfinale gegen Chelsea, relativ starken Gegner. Wir sind aber erst in unserer Gruppe geworden. Es wird nicht viel passieren, habe ich gesagt. Hehehehe. 68 Millionen. Nur wenn es ein gutes Angebot ist. Und ich habe die ganze Zeit 70 gefordert, die haben 68 Millionen gleich ja gesagt, direkt. Ich habe gesagt 68 Millionen, die so, ja, machen wir. Deswegen haben wir jetzt Rensch offiziell verkauft. Er ist jetzt nicht so wirklich dahin gekommen, wo ich ihn haben wollte. Aber deswegen 68 Millionen obendrauf, 60 Millionen mehr Transferbudget. Wir gucken mal nach einem ordentlichen Ersatz für den Rest der Saison. Ja, und da gab es eigentlich nur einen, den ich mir holen konnte, und das ist Jeremy Frimpong. 82,7 Millionen hat der Mann jetzt gekostet. Wir kriegen nur eine C, obwohl ich den eigentlich, ja, also für 68 hätte mir den Leverkusen nie gegeben. Und außerdem ist er 90 Millionen wert, also wir sind unter Marktwert auf jeden Fall geblieben. Und wir springen einmal bis zum Champions League Hinspiel gegen Chelsea. Da sind wir an dem Tag gegen Chelsea, Hinspiel gegen Chelsea. So sieht die Aufstellung von Chelsea auch aus. Das ist eine gar nicht schlechte Mannschaft und wir gehen rein mit unserer, die auch sehr, sehr gut ist. Und wir spielen 2-2 unentschieden im Hinspiel. Cavaglio und Njotto treffen. Ab ins Rückspiel gegen Chelsea. Diesmal spielen sie auch mit einem Kunku von Anfang an und
Wir spielen auch mit der Top 11 und gewinnen 2:0. Moukoko und Winkler schießen uns in die nächste Runde ins Viertelfinale. Also sind wir gespannt, wer der Gegner ist. Der Viertelfinalgegner ist niemand Geringeres als der FC Liverpool. Und die haben ja schon von den Namen her eine sehr, sehr gute Mannschaft. Allein das Mittelfeld Grafenberg, Barella und Kimmich. Macht mir ein bisschen Kopfschmerzen. Wir spielen das Hinspiel 1:1. Also in Anfield ist das nicht schlecht. Guendouzi trifft für uns und De Vries, irgendein Regen, macht das Tor für Liverpool. Also alles entscheidet sich mal wieder im Rückspiel. Rückspiel gegen Liverpool zu Hause vor der eigenen Kulisse im Olympiastadion. Gewinnen wir im Elfmeterschießen gegen Liverpool. 2:2. Und den entscheidenden Elfmeter macht dann Walter rein. Was eine Partie. Carvalho schießt uns in die Verlängerung. Oh, wahnsinnig wichtig. Halbfinale in der Champions League. Unser Gegner ist kein geringerer als Inter Mailand. Ja, und von der Mannschaft her sehen die schwächer aus als Liverpool, aber unterschätzen sollte man Inter auf keinen Fall. Und deswegen volle Offensive hoffentlich. Und jetzt in San Siro angreifen mit einem Sieg 2:1 nach Rückstand. Wir gewinnen das Hinspiel durch Youssoufa Moukoko und Udoki. Rückspiel gegen Inter Mailand im Berliner Olympiastadion. Irgendwie die ganzen Rückspiele sind im Berliner Olympiastadion. Und wir gewinnen auch hier 2:2. Wie wichtig. Auch hier kommen wir weiter. Und damit stehen wir im Champions League Finale. Moukoko rettet uns in der 89. Minute. Da es keine Aufstellung gibt im FIFA, im EAFC, zeige ich euch mal die Aufstellung vom FC Barcelona, unserem Gegner im Finale. Also sieht schon sehr gut aus. Ter Stegen, Balde, Putman, Bremer, Norton, De Jong, Kötschük, Gavi, Ferran, Torres, N. Jackson und Ansu Fati, also schon nicht ohne die Mannschaft. Und dann spielen wir auch sogar noch im Olympiastadion, also unserem Heimstadion, also ein bisschen Heimvorteil für uns. Und nicht wundern, ich habe hier auf jeden Fall auf Hexenkessel an, damit wir so ein bisschen noch mehr Stimmung haben. Und das Barcelona das erste Mal gut gehalten. Oh. Barcelona kommt, nächste Chance an die Latte, zweiten Ultrastest raus. Geht da gut vorbei. Moukoko, erste Chance für uns. So fast eine Chance. Hier nochmal die Szene, dass Restfest den auf jeden Fall rausgeholt hat. Boah. Doki, gut. Moukoko über Bande. Da ist Winkler. Winkler, 1:0 Hertha. Und dann macht's das Eigengewächs. Winkler. Hertha führt im Champions League Finale. Super gespielt. Dann geht's ein bisschen glücklich und dann kriegt ihn Walter rüber auf Winkler. Und dann steht's 1:0. Ter Stegen ohne Chance. Da gehen wir jetzt in Konter rein. Das ist Jackson. Was? Also das habe ich nicht verstanden. Jackson schießt, dann ist der nicht abgefällt. Was macht denn der für eine Biegung? Sind schon in der zweiten Halbzeit und Tor! Und Tor, wir gehen in Führung! Fabio Carvalho! Boah, hatten wir jetzt lange den Ball. Hilfe! Carvalho macht's.
Winkler super und dann Carvalho super die Lücke gesehen und dann mit dem Außenriss. Klar, schnappt jetzt erstmal den Ball da raus. Für Mokoko gegen Bremer. Mokoko super gemacht und das 3-1. Was ein Konter! Und Youssoufa Mokoko ist jetzt einfach auch schon so gut, dass er den dann auch macht. Und wieder ist es Winkler, der es einleitet. Hier lassen wir Preles Mokoko Bremer aussteigen, überragend. Und dann nagelt der den da ins lange Eck. Oh, das könnte gefährlich werden. Gute Parade, Kula doch nicht rein, ja. Das ist da. Und das sollte es dann gewesen sein. Olle. Oh. Und damit ist es durch. Die Hertha ist Champions League Sieger. Und wir haben diese Challenge abgeschlossen. Nach nur 4 Seasons ist die Hertha da, wo sie mal hin wollte. Nämlich ganz oben im europäischen Fußball. Was für Spieler wir das geschafft haben. Spieler, die mal bei der Hertha waren. Spieler, die man im Karrieremodus öfters verpflichtet. Aber auch Spieler, ja, die ich zum allerersten Mal überhaupt im Karrieremodus mal geholt habe. Unter anderem ein Carvalho. Aber natürlich, wie gesagt, auch diese Spieler, die mal bei der Hertha waren, wie Nyoto, wie Guendouzi, wie ein John Tugarinha, der jetzt gleich diesen Penkelpot in die Luft stemmen wird. Da ist es Ding! Hertha BSC ist Champions League Sieger. Ja, wir haben diesen Verein wieder da hingebracht, wo er mal hin wollte. Ich weiß noch nicht, warum sie nicht in die Ostkurve gehen, aber egal, feiern wir hier im eigenen Stadion auch noch. Das macht es natürlich doppelt schöner, die Champions League zu gewinnen. Und jetzt gibt es noch eine schöne Cutscene, doch was Neues reingekloppt. Oh mein Gott, und das heißt ja auch, wir feiern mit 3 Titeln, das heißt, wir sind einfach Trippelsieger geworden. Was? Das macht es ja noch genialer. Die zweite Mannschaft, die das schafft, nach dem FC Bayern. Und alle hier am Feiern in Berlin. Mit DJ sogar. Da haben wir Joschko Qualio, der geht ja richtig ab. Also die Trikots sind ausverkauft, obwohl ich die nicht mal so am besten finde. Aber der 3 Titel zu holen, das macht es natürlich noch genialer. Dann gucken wir mal hin. Ja, hier sehen wir es auch nochmal. Bundesliga, 83 Punkte geholt. Dortmund mal wieder nur Vize. Die Bayern auf der 6. Das ist auch eine bodenlose Leistung von Bayern. Bremen auf 5. Überraschend. Wow, und wenn jetzt, also Pauli und Köln steigen ab und Union auf der 16. Den Supercup hatten wir ja schon gesehen. Haben wir auch gewonnen. Den DFB-Pokal haben wir gewonnen mit 1:0 gegen Dortmund, haben uns dagegen Gladbach, Leverkusen, Augsburg und Wolfsburg durchgesetzt. Die Relegation gewinnt leider Union in dem Fall, weil sonst jetzt dreifach schon gewesen. Die Hertha holt ein Triple, beziehungsweise eigentlich 4 Pokale. Und dann ist Union abgestiegen, das wäre es am Ende noch gewesen. Den Superpokal, den gewinnt Arsenal gegen Real Madrid. Die Champions League, wissen wir, 3-1 gegen Barcelona gewonnen. Die Europa League gewinnt RB Leipzig gegen Atletico Madrid, auch 3-1. Und die Conference League geht, nein, die geht nicht an Wolfsburg. Das ist jetzt ein German Trio gewesen einfach. Die geht an Bergamo mit 3-1 nach Elverschießen. Also das wäre es ja gewesen. Ja, und da kann man sagen, die erste Sprint to Glory haben wir damit abgeschlossen. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Wenn es euch gefallen hat, gerne ein Like da lassen, gerne einen Kommentar da lassen, mit welchem Verein ich das gerne machen kann. Doch mal, also gibt ja noch genügend Vereine, die da sind. Wenn ihr Ideen habt, gerne einmal reinkloppen. Auch wenn ihr Ideen habt zu anderen Formaten, einfach gerne unten in die Kommentare reinschreiben. Und dann sehen wir uns
in einem neuen Video wieder. Ich bin raus und tschüss.